Hallo und herzlich willkommen bei Sparmodus On, deinem YouTube-Channel, wo es um deine Sparquote geht. Und heute geht es um das Thema Spartipps für deine Ausbildung Teil 2. Das eigentliche Video ist viel zu lang geworden und da ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass man so lange Videos selten zu Ende guckt, dachte ich mir, dass ich das in zwei Teile teile und heute kommt dann eben der zweite Teil raus. Viel Spaß. Dann machen wir weiter mit Tipp Nummer 4. Kaufe öfter mal Gebrauchtes. Ja? Wenn du dir zum Beispiel ein neues Smartphone zulegen möchtest oder Möbel kaufen möchtest oder irgendetwas brauchst an technischem Mobiliar etc., dann schaue mal, ob es nicht vielleicht etwas für dich auf den Plattformen für Gebrauchtes gibt. Ja? Dazu empfiehlt sich Kleinanzeigen von eBay oder Kleiderkreisel, um zum Beispiel auch Kleidungsstücke zu erwerben. Und vielleicht wirst du auch da fündig und sparst eine Menge Geld. Ja, das empfiehlt sich vor allem auch, wenn du dir nun eine Wohnung zugelegt hast und neue Möbelstücke brauchst. Weil es ist nun mal so, dass du, wenn du jetzt mittlerweile alleine wohnst, so langfristig gesehen es nicht tun wirst, ein Partner dazu kommen wird und wieso da nicht in der Zeit gebrauchte Möbelstücke benutzen, die auch noch gut in Schuss sind und da und hier mal Geld zu sparen. Dann machen wir auch weiter mit Tipp Nummer 5. Falls du schon ausgezogen bist, wechsle jedes Jahr deine Verträge. Ja, dazu gehört einmal der Stromanbieter, Gasanbieter, DSL-Verträge, falls du Haustelefon und WLAN hast und deinen Handyvertrag. Es empfiehlt sich wirklich eine Erinnerung, sich irgendwo hinzuzufügen, wie zum Beispiel am Handy, wo man dann wirklich daran erinnert wird, hier, du musst diese und diese Verträge kündigen und sich dann eben drum zu kümmern. Du bekommst zum Beispiel beim Stromanbieter einiges an Cashback etc. wieder, wo du halt echt viel sparen kannst. Und ja, dann kommen wir zu Tipp Nummer 6. Schau, wie du am günstigsten zur Arbeit kommst. Je nachdem, wie weit deine Arbeitsstelle ist, da kann man mal gucken, ob man nicht vielleicht ein anderes Verkehrsmittel nutzt als das eigene Auto. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss nur 2 Kilometer, also meine Arbeitsstelle ist nur 2 Kilometer von mir entfernt und oft gehe ich zur Arbeit, brauche dafür nur 26 Minuten oder nutze das Fahrrad. Wenn deine Arbeitsstelle auch so eine kurze Distanz zu dir hat, dann solltest du mal überlegen, ob du vielleicht auf das Auto verzichtest und ein Fahrrad oder deine Beine benutzt. Viele Arbeitgeber bieten hier auch eine Art Jobticket an, dass du eben für einen gewissen Betrag im Monat die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kannst. Ja, das macht zum Beispiel auch mein Arbeitgeber, der sagt, hier für 50 Euro im Monat kriegst du ein Jobticket, kannst du Bus und Bahn benutzen. Und da muss man natürlich auch mal gucken, wie sehen denn da die Uhrzeiten von den jeweiligen Verkehrsmitteln aus, wann kommt der Zug, wann kommt der Bus immer und wie flexibel bin ich da, passt das zu mir, komme ich da mit meinen Arbeitszeiten etc. zurecht. Und hier empfiehlt es sich eben wirklich mal nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie es denn am günstigsten ist, zur Arbeit zu kommen. Man kann auch Fahrgemeinschaften etc. bilden, man weiß auch nach einer Zeit, wo die Arbeitskollegen wohnen und da kann man dann eben sich mal absprechen. Es gibt ja diese Kilometerpauschale, die man von der Steuer absetzen kann und wie der Name schon sagt, ist das ein Fixbetrag, das heißt, egal ob du das Auto benutzt, deine Beine oder dein Fahrrad, dieser Betrag bleibt konstant. Ja, da kann man also auch noch ein bisschen sparen. Ein Fahrrad verbraucht zum Beispiel kein Benzin und dass man da eben dann sparen kann. So, dann kommen wir zu Tipp Nummer 7. Da habe ich ja schon die Steuererklärung erwähnt. Und ja, Tipp Nummer 7 wäre dann eben, dass du eine Steuererklärung machst, die jetzt sagst, oh, ich verdiene doch gar nicht so viel und oh, das lohnt sich doch gar nicht. Doch, es lohnt sich, ja, weil am Anfang deiner Ausbildung musst du zum Beispiel Bücher kaufen etc. Und da habe ich in meiner Ausbildung eine Rechnung extra dafür bekommen, dass wir das eben von der Steuer absetzen können. Und wer gerade solche Bücher besorgen muss, der wird sehen, oh, die Bücher sind nicht gerade günstig. Also ich musste, glaube ich, 300 Euro oder so ausgeben oder 200 Euro. Und das ist für einen Auszubildenden schon eine Menge. Und dann wären wir auch schon beim letzten Tipp.
das Sparen automatisieren. Ja, es ist mittlerweile so einfach, sich ein Unterkonto oder ein separates Konto einzurichten. Und damit du eben deine Einnahmen, die ja in der Ausbildung auf einmal gestiegen sind, ja, man hat auf einmal 400 bis 1000 Euro in der Hand und weiß gar nicht, wohin damit. Bevor du alles ausgibst, richte dir so ein Konto ein und dazu noch einen Dauerauftrag, dass du sagst, okay, jeden Monat muss Betrag X auf dieses Konto und dieses Konto darfst du dann nicht anfassen, außer du benötigst Kapital für eine Investition. Ja, das war's dann auch heute zum Video mit mir und Jimmy, den coolen Sparhund hier. Der wird mich jetzt mal öfter begleiten und hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei deiner Ausbildung und bei deiner Weiterbildung und bis bald. Mach's gut, schalte den Sparmodus on.